Perla Rieble, wie geht es Ihnen heute Morgen? Wie kann mir geht? Nichts gut. Natürlich, zu be hier ist für mich nichts gut, weil ich weiß, was ist passiert dort. Ich weiß, dass ich sollte nichts eher sein. Aber manchmal Leben gibt ja Proof, nein? Und ich bin hier zum Kämpfen und zu sagen die Wahrheit, weil das, was ist wichtig, dass die Wahrheit kommt aus. Ich habe kein Interesse zum 14-jährigen Mädchen, das habe ich kein Interesse. Habe ich nie gehabt und ich glaube, ich will nie ein Interesse zum 14-jährigen Mädchen. Wir hoffen natürlich auf einen Freispruch. Ganz einfach, weil das, was vorgeworfen ist, nicht geschehen ist. Das Problem für den Richter ist, fast alles, was an jenem Tag sich zugetragen hat, wird von beiden Parteien genau gleich geschildert. Es geht nur um die Differenz, waren diese zwei Küsse normale Begrüßungsküsse oder waren sie mehr? Um mehr geht es nicht. Was würde geschehen im Falle einer Verurteilung? Wir hoffen auf einen Freispruch, aber wir müssen auch sehen, die heutige Verhandlung wird keinen Schlussstrich unter den Fall setzen. Falls der Richter freispricht, wird wohl die Gegenpartei oder die Staatsanwältin weiterziehen. Falls der Richter schuldig spricht, werden wir weiterziehen.